Sehr geehrte Damen und Herren, dieser Vortrag über die Aufklärung wird etwas anders sein als andere Vorträge über die Aufklärung. Wenn Sie noch nie etwas über die Aufklärung gehört haben sollten, dann wird Sie dieser Vortrag vielleicht sowieso nicht so sehr überraschen und vielleicht nicht einmal so sehr interessieren. Ich habe etwas dazu zu sagen, zu denen, die schon viel über Aufklärung gehört haben, die in der Schule schon etwas über diese Art Aufklärung gehört haben oder an der Universität oder sonst wo etwas darüber gelesen haben. Es ist ein wirkmächtiger Gedanke, auch heute noch. Und es ist sehr verwickelt, aber ich glaube, dass man etwas ganz einfach daran erkennen kann, dass man diesen Gedanken ganz einfach zerlegen kann. Ich möchte Sie mitnehmen in eine Analyse und in eine Kritik eines bestimmten Gedankens. Normale Vorträge über die Aufklärung oder Schulstunden über die Aufklärung klingen in etwa so wie die folgenden ersten 3 Minuten eines Videos, das ich Ihnen jetzt kurz vorspielen möchte. Also, es geht mir darum, dass Sie sehen, was ist das übliche Bild der Aufklärung. Ich habe einen Film über die Aufklärung, der heißt Die Helden der Aufklärung. Eine große Produktion von Arte, ich glaube mit China zusammen, also viele Sender zusammen, der ziemlich repräsentativ für das ist, was so gemeinhin gesagt wird über die Aufklärung. Also, unsere Geschichte der Aufklärung beginnt mit Isaac Newton, wird da gesagt. Zu Beginn dieses Zeitalters basierte das Leben der meisten Menschen auf Gehorsam und Glauben. Die Menschen glaubten an das, was in der Bibel stand und nicht an das, was sie herausfanden. Doch Isaac Newton verkündete, Wissen werde nicht durch blinden Glauben, sondern durch Beobachtung erlangt. Er stellte universelle Regeln dafür auf, was wir heute Wissenschaft nennen. Also da war eine Zeit vor dem 18. Jahrhundert, also vor dem Jahr 1700, da war es geistig gesehen dunkel. Die Vernunft herrschte nicht, die Leute glaubten blind und dann kam einer und zeigte, wie man eigentlich Wissen erlangt, nämlich indem man hinschaut, indem man die Vernunft verwendet. Newton wird ein Aufklärer, wird da gesagt. Die Naturwissenschaft sei eine Errungenschaft der Aufklärung, wird damit gesagt. Die Kirche hatte die Vernunft und die Naturwissenschaft behindert, so wird da impliziert. Die Kirche schloss Erkenntnis durch Vernunft und Beobachtung aus, so wird suggeriert. Und dann kamen einige Aufklärer, die das änderten, die also den blinden Glauben sich davon abwandten, die den Leuten beibrachten, sie sollten nicht mehr blind glauben und die der Vernunft zum Durchbruch verhalfen. Das ist die Vorstellung der Aufklärung, die heute besteht. Das heißt, das ist das, was in den Schulen gelehrt wird, dass es da jene Epoche gegeben habe, vor der die Vernunft wenig herrschte und in der sie dann durch einige Leute zum Durchbruch kam. Und ich möchte fragen, ob diese Vorstellung stimmt und einige Seltsamkeiten dieser Lehre mal entwickeln. Noch ein Video, damit Sie noch einen Vorgeschmack davon bekommen, was so dazu gesagt wird. Diesmal etwas, was in der Schule dazu gelehrt wird. Wenn Sie bei YouTube das Wort Aufklärung eingeben, bekommen Sie unzählige Videos dieser Art, wo Schülern erklärt wird, was Aufklärung ist. Tatsächlich Aufklärung dieser Art, nicht der anderen Art. Dieses Thema Aufklärung kommt tatsächlich zu oberst. Und es wird ungefähr das gesagt, was im anderen Video auch da ist. Da hatten wir gleich den Immanuel Kant, der da allen Schülern unausweichlich präsentiert wird mit dem Zitat, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, aus dem Aufsatz, was ist Aufklärung, der erschienen ist 1783 anlässlich eines Wettbewerbes zur Frage, was ist Aufklärung, 1783. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das lernen Kinder in der Schule und damit ist die Behauptung verbunden, in dieser Zeit, im 18. Jahrhundert, sind Menschen
aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit herausgekommen. Das impliziert zweierlei. Einmal, dass sie vorher in selbstverschuldeter Unmündigkeit waren, insbesondere die Kirche und die Christen und die, die auf die Bibel vertraut haben. Es impliziert zweitens, dass die Aufklärer, jene Personen, zum Beispiel Immanuel Kant, tatsächlich vernünftig waren. Zwei Behauptungen, die nicht trivial sind. Wir werden sie heute Abend anschauen. Die Aufklärer wollten das dunkle Mittelalter mit der Stahlkraft der Vernunft erhellen. Das Zeitalter der Aufklärung, wichtiger nächster Begriff. Es ist nicht nur, dass da einige Personen waren, von denen gesagt wird, sie seien vernünftig, also zum Beispiel Kant, vorher war es Newton. Es wird auch noch gesagt, dass es die Epoche der Aufklärer war. Also es haben natürlich auch noch andere Menschen zu dieser Zeit gelebt, aber es war die Epoche dieser Menschen und nicht der anderen Menschen. Darauf werde ich noch eingehen. Zeitalter der Aufklärung. Es ist also nicht so, dass es eine Strömung oder mehreren war, sondern es war ihr Zeitalter. Also das Zeitalter gehörte diesen, wie zum Beispiel Kant, und nicht anderen, zum Beispiel den Kritikern von Kant. Das wird alles damit vermittelt. Ich will Ihnen eben vor Augen führen, dass mit dieser Lehre von der Aufklärung, die in den Lexikas steht und die in der Schule vermittelt wird, ein größeres Gedankengebäude vermittelt wird, das nicht rein geschichtlich ist, das nicht rein deskriptiv ist, dass da bestimmte Leute waren und bestimmte Dinge gelehrt haben, sondern dass mit dem, was in den Lexikaartikeln über die Aufklärung drinsteht, dass da mehr als dieses gesagt wird und viel Weltanschauliches vermittelt wird. Wir werden das analysieren. Aufklärung in der Wikipedia, also der Artikel Aufklärung in der Wikipedia, den zitiere ich nicht, weil ich meine, dass es stimmt, sondern um Ihnen zu zeigen, noch einmal schriftlich, wie Aufklärung verstanden wird, was also allgemein gelehrt wird, was Aufklärung sei. Ich zitiere Wikipedia. Der Begriff Aufklärung, abgeleitet vom Aufklären, vom beliebigen Sachverhalten über beliebige Sachverhalte, bezeichnet die um das Jahr 1700 einsetzende Entwicklung durch rationales Denken, alle den Fortschritt behindernden Strukturen zu überwinden. Es galt, Akzeptanz für neu erlangtes Wissen zu schaffen. Seit etwa 1780 bezeichnet der Terminus auch diese geistige und soziale Reformbewegung, ihre Vertreter und das zurückliegende Zeitalter der Aufklärung in der Geschichte. Also das ist als dieser in der Geschichte Europas und Nordamerikas. Es wird meist auf etwa 1650 bis 1800 zitiert. Also das ist Konsens. Aufklärung war im 18. Jahrhundert ungefähr 1650 bis 1800 oder 1680 bis 1800. Aber das ist Konsens, das kann man als fixiert annehmen, so wird es allgemein gelehrt. Also da war diese Epoche und in dieser Epoche hat die Vernunft einen Fortschritt gemacht und die vorher herrschende Dunkelheit wurde überwunden, insbesondere indem die Autorität der Bibel und der Kirche abgelehnt wurde. Impliziert, dass die Ablehnung der Autorität der Bibel ein Fortschritt in der Vernunft ist. Impliziert, dass es unvernünftig ist, der Bibel zu folgen. Also, um 1700 begann eine Entwicklung, durch rationales Denken alle den Fortschritt behindernden Strukturen zu überwinden. Ich will Ihnen vor Augen führen damit, dass in der Vorstellung, es gab diese Aufklärung, eine Weltanschauung verpackt ist. Bertrand Russell, nur um ein Zitat zu geben, wieso man diese Vorstellung der Aufklärung, also die Vorstellung, es habe jene Aufklärung gegeben, wie man die so geformt hat. Ich zitiere Russell, die Aufklärung war im Wesentlichen eine Neubewertung des unabhängigen Denkens, welche anstrebte, dort Licht zu verbreiten, wo bisher Finsternis herrschte. Also wieder vorher, sprich im 17. Jahrhundert und davor, herrschte Finsternis. Jeder weiß, es herrschte Finsternis, weil es die Kirche finster machte und weil man dort der Bibel folgte, weil man der Religion folgte. Der Fortschritt in der Vernunft, so wird impliziert, kam dadurch, dass man das hinterfragte und die Vernunft verwandte, während vorher die Vernunft nicht verwendet wurde. Auf einer anderen Internetseite, die staatlich gefördert wird und sich Helles Köpfchen nennt, das Zeitalter der Aufklärung oder auch einfach nur die Aufklärung,
war ein Zeitabschnitt zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert, der durch bestimmte Ideen und geistige Entwicklungen geprägt war. Kommentar von mir, wichtig. Es wird nicht etwa gesagt, dass das eine Bewegung war, also dass da bestimmte Leute waren, die bestimmte Dinge gesagt haben, was historisch deskriptiv wäre, sondern es wird gesagt, es war ein Zeitabschnitt. Wir haben also auf der einen Seite mit dem Begriff Aufklärung assoziiert bestimmte Thesen, nämlich dass es unvernünftig ist, die Bibel als Gottes Wort anzunehmen oder ihr als Autorität zu folgen, haben wir verbunden mit einem Namen, der auch der Name einer Epoche ist. Also Name einer Epoche, wie man sagt, etwa Bronzezeit oder Neuzeit oder Mittelalter, wobei die auch schon ähnlich inhaltsgeschwängert sind. Also jedenfalls, es ist ein Name einer Zeit, so wie es 18. Jahrhundert wäre, aber anstatt 18. Jahrhundert zu sagen, sagt man Aufklärung. Es klingt gleich ganz anders und es wird eben auch was ganz anderes damit transportiert. Weil eben, wenn man sagt, das war das 18. Jahrhundert, sind damit keine Ideen verbunden. Dann sagt man, aha, 18. Jahrhundert ist die Zeit zwischen 1700 und 1800. Wenn man sagt, Zeitalter der Aufklärung, meint man damit, das war die Zeit zwischen 1700 und 1800, in der die Vernunft langsam begann, in die Dunkelheit hineinzuscheinen. Ich fahre fort. Im Zeitalter der Aufklärung wurde die menschliche Vernunft zum Maßstab eines jeden Handelns erklärt. Man war bestrebt, sich von alten Denkweisen und früheren Vorstellungen zu befreien, in Klammern frühere Vorstellungen der Kirche und der Christen. Klammer zu. Die Menschen sollten, anders als früher, ihren Kopf benutzen und nichts als gegeben hinnehmen, ohne es mittels der Vernunft zu hinterfragen. Zwei Behauptungen wieder. Vorher war es so, dass sie die Dinge nicht hinterfragt haben und die Vernunft nicht verwandt haben. Und die Aufklärer hingegen, jene Autoren des 18. Jahrhunderts, die hatten die Vernunft gepflegt und die haben ihren Kopf verwendet. Also, da ist eine starke Wertung drin. Das richtete sich vor allem gegen blinden Gehorsam gegenüber der Kirche und anderen Obrigkeiten, gegen Vorurteile und Aberglauben, wie zum Beispiel den Hexenwahn. Also, Zitat Ende. Richtig wäre natürlich, wenn es, das ist ja ein Lexikoneintrag hier, richtig wäre es zu schreiben, dass diese Behauptungen gemacht wurden. Also wenn hier gesagt würde, da traten bestimmte Männer auf, und die haben den Anspruch erhoben, Vernunft in die Dunkelheit zu bringen und die haben die Autorität der Kirche hinterfragt und haben bestimmte andere Thesen vertreten, dann wäre das historisch deskriptiv. So wird der Begriff der Aufklärung aber nicht verwendet. Er ist inhaltsgeschwängert. Er enthält viele weltanschauliche Behauptungen. Und das Seltsame, das Eigentümliche am Begriff der Aufklärung ist eben diese Kombination, dass da mit einem vermeintlich rein geschichtlichen Wissen starke Behauptungen aufgestellt werden, metaphysischer Natur letztlich, weil es darum geht, welche Auffassungen sind vernünftig und welche sind nicht vernünftig. Und ferner eine allgemeine Bewertung des Christentums, zumindest des Christentums vor 1700. Als erstes, wenn wir nun dieses Gebilde uns ansehen, stellt sich mal die Frage, also die Zeit ist jetzt definiert, das liegt fest, und wenn da jetzt bestimmte Thesen genannt wurden, die für die Aufklärung charakteristisch sind, dann muss man erst mal fragen, wer hat die vertreten und wie viele waren das? Ich meine, wie viele von den entsprechend qualifizierten oder entsprechend intelligenten oder einer zu bestimmten zu definierenden Gruppe in jener Zeit. Wer hat das vertreten? Also zur Aufklärung gezählt werden insbesondere die folgenden Autoren: John Locke, allerdings mehr als Vorläufer, er ist 1704 gestorben, war also vor der Kernzeit oder vielleicht ein Frühaufklärer, Christian von Wolff, eindeutig als zentraler Philosoph der Aufklärung definiert, den Fachphilosophen mehr bekannt als den Schülern in der Schule, die bekommen von Christian von Wolff meistens gar nicht mehr viel zu hören. Voltaire, der Franzose, besonders
scharfer Kritiker des Christentums. Also der war in der Kernzeit der Aufklärung, aber eben in Frankreich. Das ist jetzt schon ein anderer Kulturkreis. Lessing, ganz klar in Deutschland und auch also 1729 bis 1781, Kernzeit der Zeit, die zur Aufklärung gerechnet wird. Moses Mendelssohn, genauso wie Lessing, 1729 bis 1786 und dann mehr in die Theologie hineinwirkend, Hermann Samuel Reimarius als Beispiel eben eines Theologen. Und ich werde dann Ihnen später etwas zu den anderen Autoren und Gelehrten sagen, die zu jener Zeit existierten. Aber um erstmal diese Autoren hier aufzuzeigen, um die geht es also eigentlich. Immanuel Kant ist noch hinzuzufügen, obwohl er eigentlich schon am Schluss dann der Aufklärung war, aber erst dann der, während Wolf im Zentrum der Epoche lebte, die als Aufklärung bezeichnet wird, war Kant schon eher am Ende. Also 1783 schrieb er seinen Aufsatz, Was ist Aufklärung? Er wird trotzdem als konstitutiv für die Aufklärung gesehen. Damit hat es was auf sich, was ich gleich sagen werde. Also, jetzt haben wir also bestimmte Autoren, die zur Aufklärung gerechnet werden. Und Sie werden das, wenn man die nun als Aufklärung bezeichnet, ist ja so, wenn man bestimmte Autoren hat, dann gibt man ihnen oft bestimmte Namen. Positionen und Autoren werden mit Namen bezeichnet. Das machen wir so in der Philosophie und in den Geisteswissenschaften. Da gibt es dann Rationalisten und Humanisten und man formt sich da Namen für Gruppen, wie man sie gerade braucht. Die Bezeichnung Aufklärer und Aufklärung ist aber anders als andere solche Bezeichnungen von Bewegungen und Auffassungen, dadurch, dass sie eindeutig wertend ist. Dass sie also sagt, die waren die Vernünftigen. Also, das ist mal zur Kenntnis zu nehmen, ist eine eindeutig positive Bewertung, die ist natürlich fragwürdig. Also, wenn jemand sich selbst als Aufklärer bezeichnet, dann ist das erst einmal ein Eigenlob und auch als solches zu bewerten und kritisch zu hinterfragen. Also, Eigenlob stinkt bekanntlich, deshalb sollte man da das nicht einfach als bare Münze nehmen, in dem Sinn, dass man es dann einfach ins Lexikon schreibt. Also wenn ich sage, ich bringe die Vernunft und ich bin Aufklärer, dann läuft irgendwas schief, wenn ein paar Jahre später im Lexikon steht, Aufklärung ist das, was der Wachter sagt. Das stimmt überhaupt nicht. Also das ist aber genau das, was passiert ist mit dem Begriff der Aufklärung. Es wurde diese positive Bewertung in die Lexikas reingeschrieben, obwohl die Lexikas nur berichten sollten, wer was wann gesagt hat. Und die inhaltliche Bezugnahme wäre eine Sache der geistigen Auseinandersetzung, dass man sagt, aha, der hat das gesagt, stimmt das? Ich habe einen Einwand und der lautet so und so. Findet nicht statt bei der Aufklärung. Bei der Aufklärung kriegen die Schüler in der Schule gesagt, damals herrschte die Aufklärung, vorher in der Kirche, da war alles dunkel und dann kam die Vernunft. Und die kam durch Personen wie Christian Wolff und besonders Immanuel Kant und Voltaire etwas vorher. Das wird unterrichtet. Das ist eine starke Wertung, die hineingeschmuggelt wird, sodass es mancher gar nicht merkt. Und es ist eigentlich kaum zu glauben, dass das funktioniert, aber es funktioniert, wie diese vielen YouTube-Videos zeigen, wo einfach erklärt wird, Aufklärung war diese Epoche, da kam halt die Vernunft langsam hoch und vorher gab es die gar nicht. Das ist das Erste, worauf ich Ihre Aufmerksamkeit lenken will, dass da eine Wertung verbreitet wird, die überhaupt nicht begründet wird und die quasi als historisch unkontrovers dargestellt wird. Und zufälligerweise hat so einen gewissen Trend gegen das Christentum, weil es war eben der Glaube an die Kirche und an die Bibel vor allem, die eben einen Mangel der Vernunft darstellte. Und es wird damit, was ein ganz wichtiger Mechanismus ist zur Verbreitung von Auffassungen, es wird damit etwas als selbstverständlich oder offensichtlich dargestellt. Also ein wichtiges Mittel von Propaganda oder einfach Beeinflussung ohne Argumente ist neben der ständigen Wiederholung und einem positiven Geschmack, ist es, dass man etwas als selbstverständlich hinstellt. Also wenn Sie jemand verpönen wollen, also sagen wollen, der ist ganz unmöglich, mit dem darf man auf keinen Fall reden,
dem darf man auf keinen Fall, den darfst du auch nicht einen Saal in deinem Gasthaus geben oder was auch immer, oder bei dem darfst du nicht einkaufen, dann muss man das als selbstverständlich hinstellen und nicht die Frage stellen, ah, der sagt das, findest du es auch gut, ich bin anderer Meinung oder umgekehrt. Also das als selbstverständlich hinstellen ist etwas, was mit dem Aufklärungsbegriff gemacht wird. Da werden bestimmte Ideen als selbstverständlich hingestellt, das heißt, man versucht sie den Menschen in die Köpfe zu bringen, ohne sie zur Diskussion zu stellen und ohne sie begründen zu müssen. Jetzt zur nächsten Auffälligkeit des Aufklärungsbegriffes. Wir haben gesehen, dass Aufklärung gemeinhin im 18. Jahrhundert stattfindet. Also das ist die Epoche der Aufklärung. Es beginnt dann entweder 1650 oder 1680 oder 1700. Aber es ist eindeutig, da ist die Zeit der Aufklärung. Da ist Einigkeit, darauf hat man sich geeinigt. Jetzt ist interessant zu sehen, dass das Wort Aufklärung im Deutschen, wo ja die Aufklärung auch stattgefunden haben soll, das Wort Aufklärung, das kam erst nach 1770 auf. Als Kant seinen Aufsatz 1783 veröffentlichte und eben diese Preisfrage in der Berlinischen Zeitschrift stattfand, da war dieser Begriff neu. Also in den 1770er Jahren und 1780er Jahren, da war der Begriff Aufklärung neu. Diese Epoche hatte aber vorher stattgefunden, im 18. Jahrhundert. Das heißt, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass dieser Begriff im Nachhinein geprägt wurde. Und nicht nur der Begriff, wie ich noch ausführen werde, auch die Idee, dass die das Licht ins Dunkel gebracht hätten, die kam, von Ausnahmen abgesehen, vor allem dann später. Das ist eine nachträgliche Bewertung. Also es ist nicht so, dass diese Autoren, die ich vorhin genannt habe, als Aufklärer, dass die alle aufgetreten sind und gesagt haben, wir bringen jetzt Licht ins Dunkel, wir bringen jetzt die Vernunft, und vorher hatten die keine Vernunft. Das ist nicht so. Diese Autoren selbst, Locke zum Beispiel, war nicht so. Und ich werde nachher auch erklären, warum. Weil das gar nicht, die anderen gar nicht verstanden hätten. Aber dann eben, als der Aufklärungsbegriff kam, ab den 1780er Jahren, da begann dann diese Vorstellung, dass es diese Leute gegeben habe. Also die Aufklärung, die Idee der Aufklärung ist eine nachträgliche Konstruktion oder eine nachträgliche so Epochenbildung. Man hat das so stilisiert, dass es eben so gewesen sei. Man hat dann in den Ende des 18. Jahrhunderts haben einige Autoren zurückgeblickt und haben gesagt, ja, also vorher herrschte nur Dunkelheit, da regierte die Kirche, und dann kamen einige Lichtgestalten, die haben die Vernunft gebracht. Und das nennen wir jetzt die Epoche der Aufklärung. Also das haben die dann die Epoche der Aufklärung genannt. Und diese Stimmen, die diesen Begriff der Aufklärung erfunden haben, geprägt haben, die haben es geschafft, überall in die Lexikas und in die Schulstunden zu kommen. Also, nochmal, hatten die Hauptvertreter der Aufklärung, also zum Beispiel Locke oder Wolff, die Idee, wir bringen jetzt Licht und Vernunft in diese dunkle und unvernünftige Zeit. Wir können das mal ansehen, also erstens das ansehen, ob die das so gesehen haben, und zweitens können wir ansehen, wie es wirklich im 17. Jahrhundert aussah, also vor der Aufklärung. War es also vor der Aufklärung wirklich so dunkel? Nun, wie prüft man das, ob in einer Zeit Vernunft herrscht oder nicht? Das ist natürlich Wertungssache. Also diejenigen, die das Christentum für wahr halten, die finden natürlich das Christentum vernünftig. Und diejenigen, die es für falsch halten, neigen dazu, das Christentum für unvernünftig zu befinden. Aber es hat der Vernunftbegriff schon noch eine andere Komponente, als nur zu sagen, es stimmt oder es stimmt nicht. Und zwar meint man mit Vernunft eine besonders die Fähigkeit oder die Gewohnheit, richtig und gründlich zu denken. Es ist also, dass, wenn jemand vernünftig denkt, wenn man sagt, er denkt vernünftig, meint man, dass er einen wachen Geist hat und die Sachen gut erforscht und hinterfragt und
So, und deshalb sind als Kriterien dafür, ob etwas vernünftig ist oder ob in einer Zeit oder beim Autor viel Vernunft bestand, das ist nicht nur die Frage, ob er Recht hatte, sondern das ist vor allem die Frage, ob er gut argumentiert und ob er wahrheitssuchend ist und ob er gründlich forscht. Also von daher hat man schon einige Kriterien, um jetzt zu fragen, ob eine bestimmte Person oder eine bestimmte Zeit viel Vernunft verwirklicht hat. Unter den Ideen, die mit der Aufklärung assoziiert werden, also die Thesen, von denen heute gemeinhin gesagt wird, die Aufklärung habe sie gebracht und sie seien vernünftig. Greifen wir nochmal zwei Thesen davon heraus, die besonders wichtig sind. Das eine ist der Determinismus. Determinismus ist die Auffassung, dass alles, was geschieht in der Natur, also alles Physische, was geschieht im Gehirn oder in den Flüssen und Bächen und im Körper, alles, was geschieht, ist eingebunden in einen Fluss von Vorgängen. Es ist ein Geflecht von kausalen Prozessen durch die Welt. Und da gibt es keine Geister oder irgendwas, was da irgendwie jetzt Sachen einfach so hervorbringen würde. Kein Gott, keine Willensfreiheit. Determinismus ist die Vorstellung, dass jedes Ereignis vorher festgelegt ist. Alles vorher festgelegt, da gibt es keine Geister, die irgendwie jetzt einfach was machen könnten. Nein, was jetzt geschieht, ist immer schon vorher festgelegt. Das ist die Vorstellung des Determinismus. Sie hat weitreichende Folgen für unser Weltbild. Sie schließt nämlich die Existenz von Wundern aus, was enorm wirkmächtig war. Dadurch entstand dann die liberale Theologie. Und zweitens schließt das auch die Existenz von Willensfreiheit aus, so wie man sie sich gemeinhin vorstellt und vorstellte. Also diese Vorstellung wurde mit Determinismus, mit der Aufklärung verbunden. Das heißt, insbesondere dann bei späteren Autoren kam das stark heraus, wenn sie über die Aufklärung sprachen, also auch heute, wenn über die Aufklärung gesprochen wird, wird gesagt, ja, in der Aufklärung, da hörte man dann auf, an Wunder zu glauben. Das gehört in die Zeit vor der Aufklärung, dass man einfach so glaubt, der ist gesund geworden, weil jemand für ihn gebetet hat, weil dann Gott eingegriffen hat. Da sagt man, nein, das ist voraufklärerisch, Aufklärung glaubt sowas nicht, weil die Vernunft eben sagt, so lehrte Immanuel Kant, dass alles Geschehen in der Natur vorher bestimmt ist, nach Naturgesetzen und durch vorangegangene Ereignisse. Immanuel Kants Kausalprinzip enorm einflussreich unter allen, die sich gebildet wähnten. Und eine zweite ganz wichtige Idee, die mit Aufklärung assoziiert ist, von der also heute behauptet wird und in der Schule gelehrt wird, dass die Aufklärung sie brachte und dass sie vernünftig und sein, ist, dass es Offenbarung gebe. Also die Vorstellung, dass es einen Gott gebe, der einen Weg zum Heil offenbart, so wie das Christentum es tut. Diese Vorstellung, die wurde in der Aufklärung abgelehnt, so sagt man. Und bestimmte Autoren, so wie zum Beispiel Lessing und Mendelssohn, haben das tatsächlich sehr wirkmächtig abgelehnt. Und Lessing und Mendelssohn, die zwei, das wird auch in der Schule so gelehrt, dann wird Lessings Ringparabel gelesen und dann wird das allgemein als Errungenschaft der Aufklärung, als Errungenschaft der Vernunft hingestellt und damit ist also der Tatbestand, dass zu den Ideen der Aufklärung und indem gesagt wird, dass es Ideen der Aufklärung sind, wird auch gesagt, dass sie vernünftig sind, gehören diese zwei Sachen, Determinismus und es gibt keine Offenbarungsreligion, es gibt keine Offenbarung. Jetzt möchte ich ein Schlaglicht auf das 17. Jahrhundert werfen. Wir haben jetzt bei all diesen Zitaten, die wir gesehen haben, die auf die Frage antworten, was ist Aufklärung, all das, was in den Schulen so gelehrt wird, da haben wir immer als Hintergrund die dunkle Zeit vor der Aufklärung gesehen. Also gemeinhin wird angenommen, dass es vor der Aufklärung dunkel war. Das heißt, vor 1700 oder vor 1680 war wenig oder gar keine Vernunft da. Da herrschte die Kirche und die Unvernunft und die Bibel und der Aberglaube. Jetzt schauen wir uns mal an, was zum Beispiel in Deutschland so in der
wissenschaftlichen, geistigen, intellektuellen Welt war im 17. Jahrhundert. Und was ich jetzt sagen werde, ist schon etwas, was auf alle Fälle in der Schule nicht mehr vermittelt wird und was kaum einer weiß. Also jetzt gebe ich Ihnen Hintergrundwissen, dass man unschwer herausfinden kann, also mit etwas Internet schon könnte man das, was ich Ihnen gleich sagen werde, sofort herausfinden, aber es ist unbekannt und ich möchte damit ein bestimmtes Bild zeichnen und in Frage stellen, was diese Artikel über die Aufklärung zu sagen. Es ist nämlich so, dass also nach der Reformation die Philosophie so langsam in Schwung kam, so langsam in die Gänge kam und dann kurz vor dem Jahr 1600 die Philosophie fast explodierte in Deutschland, an den deutschen Universitäten, von denen es sehr viele gab. Also es entstanden um 1600 die ersten Fachbücher für Metaphysik von evangelischen Philosophen geschrieben, sowohl reformiert als auch lutheranisch. Es entstand das, was man heute die protestantische Scholastik nennt. Wenn Sie die Werke dieser Autoren ansehen, und man kann das heute auf Google Books und in anderen digitalen Bibliotheken tun, dann ist es beeindruckend, was für Oeuvres, also was für große Werke diese Forscher hinterlassen haben. Man findet dort der Wissenschaft vollständig verschriebene, fromme und gläubige Männer, die die Philosophie vorangetrieben haben. Mit aller Macht haben sie Philosophie betrieben. Sie haben erkannt, die Philosophie, das ist etwas, da haben wir Erkenntnismöglichkeit. Das ist eine Kerndisziplin der Wissenschaft. Damit, das hat uns Gott gegeben, diesen Verstand, mit dem wir Philosophie betreiben können. Und sie haben alle die Fragen hinter... Also sie haben eine Philosophie betrieben, die mit dem Christentum vereinbar war. Also in der ein Gott vorkam, in der der Mensch einen freien Willen hatte, eine Seele hatte, die unsterblich war. Es war eine Philosophie, die mit dem Christentum vereinbar war und man wollte, diese Christen wollten einfach mehr herausfinden. Sie waren einfach Wissenschaftler, sie wollten wissen, was es für Argumente für die Existenz Gottes gibt, sie wollten wissen, ob der Mensch eine Seele hat, wie sie beschaffen ist, das, was Philosophen ebenso traditionell untersuchen. Die Philosophie blühte im Protestantismus auf um 1600. Manchmal wird die Vorstellung vertreten, die Philosophie sei im Protestantismus gar nicht stark, außer dann Kant, aber abgesehen davon, der eben sehr christentumskritisch ist. Aber manchmal herrscht die Vorstellung, die auch in der Schule manchmal vermittelt wird, im Katholizismus gibt es mehr Philosophie als im Protestantismus. Im Katholizismus gibt es auch Philosophie, ist auch gut. Aber falsch ist die Vorstellung, dass es im Protestantismus wenig Philosophie gegeben habe. Richtig ist, dass die deutsche Philosophie im Protestantismus und durch den Protestantismus aufblühte. Also protestantische Scholastik. Die protestantischen Philosophen kooperierten übrigens fröhlich mit den katholischen Kollegen und lernten besonders viel vom katholischen spanischen Philosophen Francisco Suarez und Pedro de Fonseca. Und nun sprechen wir über Vernunft, das heißt, wir fragen uns gerade, stimmt es, dass vor dem 18. Jahrhundert wenig Vernunft da war? Nun, auch nur ein oberflächlicher Blick auf diese Werke, die übrigens alle auf Lateinisch sind, damit man sie international besser austauschen kann, zeigt, dass argumentativ und von der Präzision und Gründlichkeit hier ein sehr hohes Niveau besteht. Wir haben es hier eindeutig mit wissenschaftlicher Philosophie zu tun. Das ist kein Stammtischgerede, das ist auch nicht ein Plausch, der so etwas ein bisschen, ist auch nicht so wie ich will keinen Namen nennen, aber heute wie Philosophie, Smalltalk oder Talkshow oder sowas. Nein, das ist wissenschaftliche Philosophie mit der höchsten Gründlichkeit, die wir eben in der Philosophie so pflegen. Gründlichkeit und Genauigkeit in der Philosophie besteht darin, dass man seine Worte sorgfältig aneinander reiht und präzise Aussagen macht und diese präzise begründet. Das findet eindeutig statt in dieser Philosophie im 17. Jahrhundert. Es herrscht
in dieser Zeit, wie auch in der ganzen christlichen Philosophie vorher, als akademische Form, schriftlich und mündlich, die Disputation, das heißt, wenn man eine These vertreten hat, zum Beispiel mündlich, dann hat einer die These vorgetragen und jemand anders wurde ihm gegenübergestellt, der die Einwände vortrug, und der Erste, der Proponent, musste seine These verteidigen, weil man gefunden hat, dass dieses Gegeneinandersetzen, dieses Kontroverse der Wahrheit dient. Ein wichtiges Kennzeichen der europäischen Kultur und der christlichen Kultur, man hat herausgefunden, Kontroverse ist der Wahrheit dienlich. Deswegen haben wir Verteidiger im Rechtswesen und wir haben die Disputation in der Wissenschaft und wir haben etwas später die Meinungsfreiheit in der Gesellschaft insgesamt. Vertreter dieser protestantischen Scholastik, Rudolf Göckel, Nikolaus Taurellus, der übrigens die erste Metaphysik in Deutschland schrieb, Jakob Lorhardt, Clemens Timpler, reformiert, Daniel Kramer, auch reformiert, Cornelius Martini, lutherisch, Jakob Martini, lutherisch, Christoph Scheibler, alles im 18. Jahrhundert. Scheibler wurde der deutsche Suarez genannt, wegen seiner Spitzfindigkeit. Also im Ergebnis, kurz zusammengefasst, und es würde jegliche Untersuchung dieser Texte, das glaube ich, unkontrovers bestätigen, im 17. Jahrhundert wurde genauso gründlich argumentiert wie bei Christian Wolff im 18. Jahrhundert, der natürlich einfach aus dieser Tradition gelernt hervorgegangen ist. Also ein Wolff wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, ich bringe jetzt die Vernunft in eine dunkle Zeit. Das wäre völlig absurd, er hätte sich damit lächerlich gemacht. Erst im Nachhinein, dann um 1800, konnten Autoren auftreten, die das so konstruieren konnten, dass da die Vernunft sich etwas mehr Durchbruch, also dass da die Vernunft zum Durchbruch gekommen sei. Also da eben bei dieser protestantischen Scholastik wurde unzweifelhaft gründlich argumentiert, während zum Beispiel bei Voltaire, um einen nichtdeutschen Vertreter der Aufklärung zu nehmen, natürlich eher ein journalistisches Niveau besteht, um nicht zu sagen Pamphlete produziert wurden. Lessing und Mendelssohn kommen gewiss auch nicht an das argumentative Niveau der protestantischen Scholastik und überhaupt der Mehrzahl der christlichen Philosophen, also der jeweils besten Philosophen, vor dem 18. Jahrhundert dran. Also, daran sieht man, dass wenn behauptet wird, dass da im 18. Jahrhundert die Vernunft aufgekommen sei, dann zeigt das, dass die mit Vernunft was anderes meinen oder dass einfach nur ein falsches Bild erzeugt wird mit dieser Vorstellung der Aufklärung. Also es ist bestimmt nicht wahr, dass die argumentative Gründlichkeit im 18. Jahrhundert wesentlich zugenommen hat und schon gar nicht durch jene Autoren, die als Kernfiguren der Aufklärung gesehen werden. Von Wolff, der ein ordentlicher Philosoph war, mal abgesehen. Also ich komme zur These, dass es hier bei dem Begriff der Aufklärung nicht mit rechten Dingen zugeht, also nicht darum geht, einfach die Geschichte irgendwie zu erforschen, sondern da wird Meinung und Tendenz produziert. Als Kriterium für Aufklärung wird nämlich nicht Vernunft verwendet, sondern bestimmte christentumskritische Annahmen werden als vernünftig dargestellt. Das heißt, man hat sich gewisse Autoren herausgesucht im 18. Jahrhundert im Rückblick und hat gesagt, ja, es gab da diese Autoren, die waren schon christentums- und offenbarungskritisch, gerade so Lessing und Mendelssohn. Und dann hat man so im 19. Jahrhundert, also im Nachhinein, gesagt, ja, hat man so stilisiert und so dargestellt, dass da bei diesen christentumskritischen Autoren, da kam die Vernunft durch. Also es ist einfach ein Spiel mit Stimmung und Meinungsmache, dass man einfach die Autoren, deren Meinung man geteilt hat, als die Vernünftigen dargestellt hat und die anderen als abergläubisch und unvernünftig. Aber es hat nichts damit zu tun mit argumentativem Niveau oder dergleichen. Es ist einfach so, dass die Erfinder der Aufklärung um 1800 die Idee erfunden haben, dass da die Vernunft aufbrach und dass vorher alles dunkel war. Vorher war es überhaupt nicht dunkel, vorher herrschte gründliches Argumentieren in der Wissenschaft
Und welche Autoren nun die vernünftigeren waren und die gründlicheren waren oder nicht, das wäre zu untersuchen. Aber Leute wie Voltaire und Lessing und Mendelssohn, die christentumskritisch waren oder zumindest offenbarungskritisch waren bei den letzten, also Voltaire war insgesamt christentumskritisch und Lessing und Mendelssohn nicht so offen, aber sie haben Offenbarung abgelehnt und dadurch das Christentum natürlich auch abgelehnt, die hatten ganz gewiss ein niedrigeres akademisches Niveau als zum Beispiel jene Autoren der protestantischen Scholastik. Das ist einfach eher journalistisch. Und auch diejenigen Autoren, die dann die Aufklärung, die Idee der Aufklärung verbreitet haben, also ab 1780, das waren eher, man nannte sie dann Popularphilosophen, also es waren so Journalisten und Schreiberlinge, aber keine wissenschaftlichen Philosophen. Also nach objektiven Kriterien stimmt es überhaupt nicht, dass diese Autoren die Vernunft gebracht haben. Sie hatten einfach weniger. Sie waren einfach, also jetzt Lessing und Mendelssohn, die haben so ein Gleichnis mal gemacht, wie das mit der Ringparabel. Ja, also das ist nicht Vernunft. Die Meinung kann man teilen oder nicht, aber es hat auf alle Fälle nicht die Merkmale des Argumentierens. Ein besonders eindrückliches historisches Gegenbeispiel gegen die Vorstellung, dass die Vernunft von den Aufklärern, erstens von jenen Autoren, also christentumskritischen Autoren gebracht wurde, und zweitens, dass vorher die Vernunft wenig herrschte. Ein Gegenbeispiel davon ist das erste große deutschsprachige philosophische Werk, das heute fast niemand kennt, aber es handelt sich um zwei dicke Bände und es trägt den Titel Vernunftspiegel von Jakob Martini, 1618 erschienen. Und es handelt davon, welche Rolle die Vernunft in der Theologie und in der Religion spiele. Davon handelt es. Und es vertritt vehement die These, dass die Vernunft eine Gabe Gottes ist, dass sie in der Theologie dienlich ist. Und also man könnte sich keine stärkere Befürwortung der Vernunft vorstellen, als es hier in diesem großen philosophischen Werk 1618 vertreten wurde. Also die Vorstellung, dass da die Vernunft aufgekommen sei, ist auch deshalb absurd, weil dieses Thema einfach schon im 17. Jahrhundert durch war. Man hat es diskutiert, welche Rolle spielt die Vernunft, und auch im Protestantismus oder gerade im Protestantismus hat man sich eindeutig für die Vernunft entschieden. Eine Episode dazu noch. Es gab einen Theologen namens Daniel Hoffmann, ein Lutheraner, der sich etwas despektierlich, etwas abwertend gegenüber der Vernunft und der Philosophie geäußert hat. Vielleicht auch inspiriert durch ein paar Bemerkungen von Luther. Jedenfalls hat er die Vernunft also kritisiert und es entstand ein Sturm der Entrüstung und ein Streit, der sogenannte Hoffmann-Streit. Ob das stimme, was er sagt, ob die Philosophie und ob diese Kritik an der Philosophie und an der Vernunft aus christlicher Sicht gerechtfertigt sei. Und im Rahmen dieses Streites ist auch dieses Buch entstanden. Und nur um zu illustrieren, wie die Sache ausging, dieser Streit nämlich, der Streit ging damit aus, dass der gute Mann Daniel Hoffmann seine Stelle verlor und sich bei den Philosophen entschuldigen musste dafür, dass er die Philosophie beleidigt hat. Nur um eine Vorstellung davon zu geben, wie absurd die Vorstellung ist, dass man vorher die Philosophie nicht hochgeschätzt hatte. Christen haben die Philosophie, die Vernunft immer als Gabe Gottes gesehen und immer sie gepflegt. Also immer gab es Philosophen in Europa, im Christentum, die Vernunft und die Philosophie auf dem höchsten Niveau gepflegt haben. Die Vorstellung, dass da vor dem 18. Jahrhundert keine Vernunft herrschte, ist völlig absurd und nur erfunden. Nun, die Schlussfolgerung ist unvermeidlich, sie wurde erfunden, um die Christen und das Christentum schlecht dastehen zu lassen und um christentumskritischer als glorreich und vernunftreich darzustellen. Noch eine Illustration, es gab von einem lutherischen Theologen und Philosophen ein philosophisches Lexikon 1726, in der er
eklektische Philosophie definiert und indem er sich selbst und einige andere Autoren als eklektische Philosophen darstellt. Damit meint er, dass er nicht mehr einer Schule nachfolgt, also beispielsweise einer aristotelischen Schule und deren Terminologie verwendet, sondern Walch sagt hier, eklektische Philosophie, die also die er selbst verfolgt, heißt diejenige Art zu philosophieren, da man die Lehrsätze und Schlüssel seiner Vorgänger vernünftig brauchet, das heißt prüft, wenn für gewiss oder wahrscheinlich befunden, zu seinen eigenen Gedanken macht. Diese Art zu philosophieren ist der sektierischen, das heißt der Schulphilosophie, zum Beispiel der aristotelischen, weit vorzuziehen, weil man da wahrhaftig philosophieren, das heißt das Judizium brauchet und durch dasselbe sich von den bereits erfundenen Wahrheiten überzeugen, neue Wahrheiten erfindet und andere Irrtümer aufdeckt und so weiter. Also, was ist hieran relevant? Wir reden hier von Johann Georg Walch, der das 1726 schreibt. Kein Mensch kennt mehr Johann Georg Walch, obwohl er die erste Einführung in die Philosophie geschrieben hat, die durchaus das Niveau der Zeit hatte oder hohes Niveau hatte und der führende Philosoph war, als auch dieses große Lexikon, das erste deutschsprachige veröffentlicht. Von ihm hört kein Mensch was. Man hört nur etwas von, und hier kommt meine Hypothese, welche Autoren hat man denn herausgesucht? Man hat diejenigen Autoren herausgegriffen und dann zur Aufklärung gezählt im 18. Jahrhundert, die unter den existierenden Intellektuellen oder Gelehrten diejenigen waren, die am Christentum kritischsten waren, also die relativ unorthodox waren zumindest. Und Walch war nun ganz klar Lutheraner, war also bibeltreu. Und dann Wolf war es ein bisschen, der war sozusagen schon ein bisschen kritisch, weil er von Leibniz einen gewissen Determinismus übernommen hat. Deshalb haben die Pietisten später auch Wolf angegriffen. Also ich will nur sagen, die frühen Autoren, die man zur Aufklärung rechnet, die waren im Wesentlichen noch im Christentum verankert. Man wollte nur dann um 1800 und im 19. Jahrhundert die Vorstellung kultivieren, dass also langsam die Vernunft durchgebrochen sei und je mehr Vernunft man verwendet hat, desto mehr kam man weg vom Christentum. Je mehr Vernunft man wendet, desto mehr lehnt man Wunder ab. Je mehr man Vernunft verwendet, desto mehr lehnt man Offenbarung ab. Das ist das Bild, das vermittelt wurde und ich würde sagen, erfolgreich vermittelt wurde, wie wir an den Lexikon-Einträgen gesehen haben. Ich könnte Ihnen jetzt eine ganze Reihe von Autoren, Philosophen des 18. Jahrhunderts aufzählen, die klar bibeltreu waren, also klar entschiedene Christen waren und die in keiner Weise diese Kritik an Offenbarung hatten und diese Kritik an Wunder dann auch hatten. Also das zum Beleg, es gab eine Wolke von christlichen Philosophen und Gelehrten im 18. Jahrhundert, die heute alle unbekannt sind. Man hat uns nur die überliefert und man gibt unseren Studenten und Schülern nur die zu lesen, die möglichst christentumskritisch ist. Alle die Kinder lernen in der Schule eben Lessings Ringparabel, obwohl wirklich nicht viel Vernünftiges dran ist. Und die Texte, die wirklich vernünftig sind, an denen man auch was lernen könnte und die auch repräsentativ für ihre Zeit sind, wie zum Beispiel jener Walch oder auch viele andere, die schweigt man alle tot, die kennt kein Mensch mehr, obwohl sie in der Zeit die führenden Gelehrten waren. Also hier wird das ist kein edles Spiel, auch kein wissenschaftliches Spiel, das da beim Begriff der Aufklärung herrscht, sondern hier geht es darum, Stimmung zu machen und das Christentum schlecht darzustellen und auf eine nicht argumentative Weise die Vorstellung zu vermitteln, dass das Christentum gegen die Vernunft sei. Ich habe viele weitere Belege von Autoren. Ich will insbesondere einen, will ich noch nennen, Christian August Crusius, ein besonders frommer Philosoph, der ein großes Werk hinterlassen hat, der der größte Kritiker oder Gegenspieler innerhalb der Philosophie von Leibniz war und der insbesondere, der natürlich also Offenbarung vertreten hat und auch Willensfreiheit vertreten hat, und Wunder vertreten hat. Und interessant daran ist, dass Leibniz Determinist war. Also Leibniz hat auch diese Vorstellung vertreten, dass alles vorher determiniert ist. Und Crusius hat das klar kritisiert. Und er galt zu seiner Zeit und auch später noch, ich habe hier noch ein Zitat sogar von einem sozusagen Liberalen von später, der schreibt in seiner Biografie, Christian Friedrich Barth, unleugbar war Crusius der größte Philosoph seiner Zeit. Das schreibt der
1760, also auf, darauf, er schreibt von seiner Kindheit, das war 1760. Der als systematischer Kopf und tiefer Denker an Gründlichkeit, Scharfsinn und besonders in Analysierung und genauer Bestimmung der Begriffe wenig seinesgleichen hatte, bei dem also ein fleißiger Zuhörer wirklich sich zum Denker bilden konnte. Schreibt Barth 1790 über die Zeit 1760, über Clusius. Clusius kennt heute keinen Mensch mehr, es liest ihn keiner mehr. Wenn er gelesen wird, dann unter dem Vorzeichen, er war ein Vorläufer des großen Kant. Weil Kant als großartig gilt und Clusius als Vorläufer höchstens. Clusius hat eben nur insofern Errungenschaften, als er schon Ideen hat, die dann später Kant hat. Aber natürlich war da noch das ganze Christentum in Clusius. Das geht natürlich überhaupt nicht mit der Vernunft. Dieses Bild wird ihren Kindern in der Schule und an den Universitäten vermittelt. Mit Vernunft und historischer Forschung hat das nichts zu tun. Der Begriff der Aufklärung und dieses Beiseitelassen der christlichen Autoren und dieses Herauspicken der Autoren, die man, also dieses Herauspicken der jeweils christentumkritischsten Autoren und die dann als die vernünftigsten bezeichnet werden, das ist reine Propaganda und ist ein sehr effizientes Mittel, um Stimmung zu schaffen gegen das Christentum. Ich fasse zusammen, es ist also nicht wahr, dass es im 18. Jahrhundert so einen Zuwachs an Vernunft gab. Es ist eine durchgehende Tradition im Christentum und in Europa wurde immer die Vernunft hochgepflegt. Es kam die Vernunft, die Philosophie wurde stets auf höchstem Niveau betrieben. Die Philosophie wurde im Christentum ständig weiterentwickelt. Es gibt keinen Vergleich. Man hat die antike Philosophie davon ausgegangen und hat sie ständig weiterentwickelt. Die Christen waren einfach von Vernunft begeistert und von Wissenschaft und haben deshalb die Philosophie und die anderen Wissenschaften weiterentwickelt. Die Vernunft haben sie immer als Gabe Gottes gesehen. Und es ist keineswegs wahr, dass es im 18. Jahrhundert einen besonderen, diskontinuierlichen Zuwachs, also einen Sprung gegeben habe. Und vorher war es eben in keiner Weise dunkel. Viele der besten Wissenschaftler im 18. Jahrhundert haben gerade nicht die Aufklärungsideen vertreten und sie werden heute in der Forschung und vor allem in der Schule und in dem, was eben gelesen wird, man spricht dann ja vom philosophischen Kanon, da werden diese Autoren ignoriert, Beispiel Christian August Clusius. Und drittens, der Begriff der Aufklärung, also diese Lexikoneinträge, das, was da in diesen ganzen Videos und in Schulstunden vertreten wird, dass es da eben diese Aufklärung gegeben habe, das dient dazu, den Eindruck zu erwecken, erstens, die Christen seien gegen die Vernunft und zweitens, je mehr Vernunft man verwendet, desto weiter kommt man weg von Offenbarung. Also die Vernunft lässt es eigentlich nicht zu, dass man Offenbarung annimmt. Und ich würde überhaupt diese ganze Vorstellung von Epochen in Frage stellen. Also wir haben gesehen, dass das jetzt sowieso eine Minderheit war von den Autoren, von den Gelehrten dieser Zeit, die diese Ideen vertreten haben. Und daran ist auch nichts Verkehrtes. Also richtig ist einfach, dass es zu jeder Zeit ganz verschiedene Meinungen gibt, ganz kontroverse Meinungen gibt. Vielleicht, wenn es überhaupt einen Trend gab, dann herrschten die christlichen Meinungen im 18. Jahrhundert, waren sie da noch vorherrschend. Aber ist ja egal, wer die Mehrheit gerade hatte. Tatsache ist, es gibt zu jeder Zeit die verschiedenen Positionen. Natürlich gibt es Moden, aber dennoch innerhalb der Moden und innerhalb der Philosophie und der Theologie gibt es einfach Kontroverse. Und jede Vorstellung, die sagt, in der Aufklärung im 18. Jahrhundert hat man die Offenbarung abgelehnt oder in der Renaissance hat man so und so, hat man sich den alten Texten zugewandt, die vorher ganz vergraben waren oder man hat auch dort begonnen, das zu hinterfragen. Oder wenn Sie diese Aussagen hören, wie was man so im Mittelalter geglaubt habe, dann muss man sehr vorsichtig sein. Das kommt aus dem 19. Jahrhundert, wo man diese Vorstellung von Epochen entwickelt hat. Darauf könnte ich noch in der Diskussion eingehen. Aber sie ist irreführend, weil sie einer bestimmten Zeit eine zu große Homogenität zuschreibt. Sie suggeriert also, dass eine große Einigkeit in den Ideen bestand. Und dem halte ich entgegen, dass auch in dieser Epoche einfach, da gab es Christentumskritiker wie Lessing und Mendelssohn, die haben eben vertreten, es gibt keine Offenbarung. Andere wie Clusius und Walch und viele andere waren dagegen.
Die richtige, die historisch richtige Darstellung ist, es gab die einen und es gab die anderen. Und historisch irreführend, ja, Propaganda ist es, wenn man sagt, das war die Epoche der Aufklärung und die anderen werden einfach nicht genannt, damit sie möglichst in Vergessenheit geraten. Also das Epochendenken ist irreführend und schließlich, wenn Sie das so alles zusammenzählen, was mit der Vorstellung verbunden ist, die Aufklärung gab es damals, dass es also vorher dunkel gewesen sei, dass da Autoren waren, die Licht gebracht haben, dann muss man einfach sagen, das gab es gar nicht. Das gab es in dieser Form gar nicht. Das ist eine Idee, die erfunden wurde, um auf eine bestimmte Weise Stimmung zu machen.